Ja, mach! Sag hallo! Hallo Leute! Vorletzter Part des Son of Moon Battle Factory Versus! Hier sehen wir das Team, was wir gebaut haben. Ja, genau. Für die Top 4 und den Champion und den finalen Kampf wahrscheinlich, wenn nichts vorher stirbt und ja. Und ja. Und ja. Present, Meister der Einleitung. Also. Richtig. Also, das hier ist mein Team. Ich habe mir sehr viel Mühe damit gegeben. Ich habe mich sehr stark darauf vorbereitet und ich denke, wir können das wirklich schaffen. Das hast du sehr schön gesagt. Dankeschön. Wollen wir jetzt weitergehen? Oder ich muss noch kurz bei meinem Hund runtergehen. Ich bin nämlich gerade auf Bisberg. Ich dachte gerade, du musst kurz zu meinem Hund. Was? Okay. Was? Okay, ich laufe jetzt los. Also ich laufe schon. Also ich bin jetzt auf dem Weg. Also du gehst jetzt zu Kukui. Ja, genau. Zu dem. Zu dem, ja. Ich muss kurz überlegen. Ja. Ja, ne? Vorletzter Part. Ja, vorletzter Part. Außer wir verkacken jetzt. Das kann ja auch noch passieren. Das stimmt. Und nebenbei sieht das richtig cool aus hier. Das ist ein sehr cooler Ort. Meinst du jetzt einen Eingang von der Liga? Naja, also alles davor sozusagen. Generell jetzt hier auch mit der kleinen Cutscene, dieses Eis da und so weiter. Das sieht schon cool aus. Das stimmt. Ich gratuliere dir, Present. Was für eine fantastische Leistung. Bla bla bla. Ja, Kukui. Oh mein Gott. Wer bist du denn überhaupt hier in dem Ganzen? Hast du überhaupt irgendwas hier mit dieser Liga zu tun? Nee, eigentlich nicht, ne? Du bist bestimmt irgendwie so ein. Einfach nur der Professor, ne? Keine Ahnung, was du hier machst. Ja, Present. Ganz genau. Genau. So. Wir haben keine Ahnung, dass der ein Champion ist, ne? Das ist. Achtung, Spoiler. Ich kenne gar nicht. Also, ich kenne sein Team gerade gar nicht so richtig. Ich weiß, dass er. Der hat auf jeden Fall die Weiterentwicklung von Wuffels. Das hat er auch. Volvo. Hat er ja, glaube ich, Wasserquill. Relaxo könnte er noch haben. Ninetales. Ja, stimmt. Ja gut, aber das ist ja erst für den nächsten Part wichtig. Jetzt geht's erstmal zur Top 4. Die Frage ist nur, mit wem fangen wir an, ne? Ja, ich fange mit Hada an. Also fängst du auch wirklich mit der Reihenfolge an, sozusagen? Ja, ich mach das immer ganz gerne so. Keine Ahnung. Ja, der hat ja die Kampf-Pokémon. Ja. Ja, die sind tatsächlich, glaube ich, noch handelbar. Das einzige Problem ist Lunala. Z-Moves. Ja, stimmt. Ich habe Lunala. Die haben auch die Z-Moves, da war was. Naja, Z-Moves sind tatsächlich ziemlich gefährlich. Aber Lunala, stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ja. Aber ich glaube, die haben bestimmt Unlichtattacken. Ich glaube, jedes einzelne Mon wird bestimmt Unlichtattacken haben. Das wär sonst dumm gemacht, weil jemand, der halt Mond spielt, geht da mit Lunala durch. Ja, ja. Deswegen weiß ich tatsächlich noch nicht mal, ob ich mit Lunala leaden möchte. Ja, also ich verhandle nach einer anderen Taktik und ich gehe jetzt zu Hala. Ja, ich bin schon da. Okay, sorry, Mann. Sieht sehr schick aus. Aber muss ich echt sagen, ich mag die Liga so vom Look richtig gerne. Ja, das weil ich Fall. Glaube. Na, ich weiß nicht. Finde ich die aus Generation 5 oder aus Generation 6 besser? 5 hatte alles so schön Individuelles und Persönliches und hier ist halt wieder sehr einheitlich. Aber, keine Ahnung, ich glaube, ich tendiere zu Gen 5. Ja, kann ich nachvollziehen. Wobei, das mit dem Bett ziemlich creepy war. Mit dieser, ist okay. Keine Ahnung, wie die heißt. Katlea, glaube ich. Ja, genau. So. Top 4 Hala fordert dich heraus. Hariyama. Okay. Das Ding wird doch bestimmt Mogelieb haben, oder es nicht? Es wird sowieso Mogelieb einsetzen, deswegen überlege ich gerade, ob ich ein X-Item... Ja, überlege ich auch gerade. Aber ich habe, glaube ich, nicht so viele X-Items. Ich guck mal, wie viele ich habe. Ja. Oh, Mogelieb. Wie unerwartet. Oh, wie unerwartet. Okay, ich hoffe mal, er macht mir... Oh. Ah, fuck! Was denn? Okay, I'm sorry. Ich habe die Animation noch aus. Als ob. Ja, ist nicht schlimm, ist okay. Ja, ist nicht so schlimm. Man sieht ja bei mir die Animation. Man schaut einfach bei mir so und dann passt das, ja. Es wundert mich, dass ich hier gerade schneller bin als das Pokémon. Aber okay, das ist ganz gut. Ich hatte ja trainiert. Und möglicherweise die Animation ausgestellt. Huch, ich glaube, meine EP-Teil ist auch noch an. Oh, huch! Ups! Ja, das ist okay. Ist okay. Oder nimmst du mir jetzt Evil Present? Nee, ist alles okay. Okay, gut. Ich kann damit leben. Ich mache jetzt hier tatsächlich eine ziemlich coole Taktik und ich werde wahrscheinlich durchgehen durch Hala. Ah, das Schwert. Ist so blöd. Oh ja, die Top 4. Oh, warte mal. Die Sache ist, ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass wir hier sicher spielen wollen und nichts verlieren wollen, weil wir wollen halt alles für den 6v6-Kampf haben. Ja, ja.
das stimmt. Und ich werde hier kein Risiko eingehen und deswegen irgendwie, damit es spannender wird hier bei der Top 4, nee. Ich möchte hier keinen Pokémon verlieren. Und ich meine, wir haben auch sehr starke Teams, denke ich mal. Ja. Das heißt, es wird nicht so schwer. Richtig. Und ich werde hier definitiv auch alles daran setzen, sozusagen hier durchzusweepen, wenn ich die Möglichkeit habe. Ja, das stimmt. Ja gut, ich muss nur dann mal die Animation und den Peter da vielleicht noch ausmachen. Das wäre vielleicht ganz gut, ne? Okay, ja, gut. Säugerleon, ne? Der ist ein netter Löwe. Ja, der ist schon ein netter Löwe. Ach, machst du gerade mit Säugerleon, oder wie? Hm. Stimmt. Wir hatten eigentlich Level Cap auf 54 und 55, 54, 53 ja. gesetzt, ne? Ja, ich ne, 54, 55. Ja? Okay, dann war ja. das safe, weil mein eines Pokémon war auf Level 55 und das ist jetzt auch auf Level 56 schon. Ja, nee, das passt alles. Okay, gut. Ich hab's auf 55 sowieso. Gut. Dann muss ich mich jetzt einmal hochheilen. Der dürfte aber nichts gegen mich haben. Der Champ hat ja auch irgendwie 58 oder so, ja. Okay. Dieser geheimnisvolle Champ, von dem wir nichts wissen, ne? Gar nichts wissen. Richtig, richtig. So, ich werde jetzt noch einmal das machen, dann mich hochheilen und dann werde ich wahrscheinlich durchgehen. Ja, ich heile mich jetzt auch hoch und ich denke mal, Säugerleon würde den Rest machen. Oder ich wechsle nochmal lieber raus, weil das tatsächlich ziemlich viel Schaden gemacht hat. So, also es tut mir wirklich leid, dass jetzt zum Beispiel auch der erste Top 4 nicht wirklich spannend sein wird, aber nee, also eigentlich tut es mir nicht, nein, eigentlich tut es mir wirklich nicht leid. Leute, wenn ihr wegen Toden hier wart in diesem Projekt, ich habe 29 Pokémon verloren. Und schaut euch einfach die anderen Parts an. In jedem Part stirbt irgendwas. In fast jedem Part, aber durchschnittlich ja, in jedem Part stirbt was ja. So, also ich habe genug verloren. Ich möchte jetzt hier safe durchgehen, damit ich einen spannenden Kampf gegen Paul habe und das lasse ich mir nicht nehmen. Ich habe jetzt auch mal lieber rausgewechselt mit Säugerleon, weil ich da nichts riskieren möchte, ehrlich gesagt. Ja, ich sollte jetzt hier einfach durchgehen. Okay, gut. Ich bin dann auch safe bei Costoso. Ja, weil, also weil das hat relativ viel Schaden gemacht, der Hammerarm. Der war ein bisschen scary. Ja, also hätte es gecrittet, hätte es halt dann mit zweiten Mal gekillt und das wollte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so riskieren. Ja, verständlich, verständlich. Aber dann passt das jetzt. Ach, der EP-Teiler, das ist so dämlich. Was ist der mit dem EP-Teiler? Ja, das ist doch anders. Ja, passt, ist okay. Solange du es jetzt nicht die ganze Top 4 überan hast, passt es. Hatte ich eigentlich vor. Okay, schade. Ah, der Z-Move, ne? Ja, der Z-Move ist gefährlich. Wenn man jetzt nicht gerade die Taktik fährt, die ich gerade fahre. Okay. Ich habe Angst, dass mich ein Z-Kampf-Move, dass das Säugerleon killen könnte. Ja, das könnte tatsächlich gefährlich sein. Bist du bei vollem KP? Nee, aber ich kann mich ja hochheilen. Das ist ja nicht das Problem. Ja gut. Dann heile ich doch hoch. Ja, aber denkst du, das geht nicht? Also, keine Ahnung. Ja, dann weiß ich auch nicht, Mann. Dann weiß ich auch nicht. Ich will es jetzt ehrlich gesagt nicht so ausprobieren. Ich weiß nicht. Wenn du Säugerleon verlierst, wäre es tatsächlich ziemlich traurig für dich. Aber ich... Warte mal. Ich muss kurz vergleichen, die Death-Werte. Der ja, musst du halt schauen, ne? Könnte es... Ich muss es aber, glaube ich, einfach ausprobieren, weil andere Wahl habe ich nicht. So, das Gute ist, dass wir natürlich auch so Ether-Zeugs und so weiter genug haben. Das heißt, das passt auch gerade. Das ist Säugerleon, ich bitte dich. Ja, wäre schon eigentlich traurig, oder? Wäre schon eigentlich traurig, dann brauche ich das eh nicht mehr. Nee, wäre schon eigentlich traurig, wenn es killt. Ja. Ja, musst du halt schauen, ne? Das ist, ist deine Sache. Hast du keinen Kampfswitch in, oder wie? Schon, aber okay, geht einfach nur für Nahkampf. Okay. Also ich habe auf jeden Fall Halagant besiegt. Warte, aber Nahkampf hat auch schon 50% gemacht. Ja, dann ist das gefährlich. Ah, das ist so super anstrengend. Hättest du jetzt mal nur Nada, ne? Ja. Moment. Was denn? Nahkampf ist ja eine 120er Stärke seit Attacke. So, das wird 190. Das heißt, ein Z-Move dürfte doch nicht killen, oder? Wenn es ungefähr die Hälfte macht. Nee, nee, es wird auf jeden Fall kein One-Hit-KO. Wenn es nicht crittet. Wenn es crittet, dann schon. Okay. Was mache ich hier gegen ihn? Ich heile mich also nochmal hoch und dann kann ich einfach für eine Psychokinese gehen, weil dann hat er ja zwei Death Drops drin. Das sollte eigentlich fehlen. Hm.
Überlege, was ich jetzt hier gegen die nächste da mache. Die nächste ist echt nervig, habe ich das Gefühl. Die hat ja Gesteins-Pokémon, ne? Jetzt benutze den Z-Move. Oh, okay, nee. Bist du bei vollem KP? Ja. Ja, dann solltest du es überleben, solange es nicht crittet. Oh! Was ist los? 13 KP! Oh, das war knapp. Oh Gott! Nee. Was will ich jetzt hier gegen die machen? Ich bin mir ein bisschen unsicher. Mit Gesteins-Pokémon habe ich so ein kleines Problem, oder? Hm. Ja, wobei, damit sollte ich klarkommen, wenn... Okay. Schwierig. Ich habe es geschafft, ohne Verluste. Ah, das war anstrengend. Okay. Aber wie random der das gemacht hat. Er hat zweimal mit Nahkampf angegriffen und dann mit dem Z-Move. Ja, keine Ahnung. Also vielleicht, wenn es eine Chance hat zum Killen, dann setzt es vielleicht den Z-Move ein. Mhm. Das könnte sein. Okay, gut. Aber ich weiß es auch nicht. Dann schauen wir mal. Ich weiß es nicht. So, tatsächlich finde ich hier Myler spooky scary. Echt? Ja. Okay. Also je nachdem, welche Mons sie hat, aber... Ja, also ich kann auf jeden Fall nicht die gleiche Taktik fahren wie im ersten Kampf. Leider. So, ich will aber vielleicht doch sicherheitshalber einfach hochheilen, auch wenn es so ein paar KP sind. So. Ist mir jetzt egal. Dann will ich das lieber eingehen, sicherheitshalber. Dann gucken wir mal. Okay, also ich weiß, dass sie, glaube ich, mit einem Relikant anfängt. Ja, Relikant ist, glaube ich, noch handelbar. Ja, und ich denke mal, Sevaro wird da kein Problem haben. Nervig wird natürlich der Simu von Volvok. Mit dem Petrium Z. Ja, dafür hätte ich ja in dem Fall Solgaleo. Na gut, das stimmt. Aber Lunala sollte ja auch safe, durch Phantomschutz. Ja, doch safe, Dingens. Crunch. Knirscher oder so? Ja. Na, das kann gut sein, aber das sollte nicht so viel gegen Solgaleo machen. Also ist auf jeden Fall kein safer One-Hit-KO. Mhm. Aber Tiefschlag könnte sie auch haben. Kann es Tiefschlag? Ich. Ja, doch, natürlich. Nicht, okay. Ich glaube schon, sondern es hat hundertprozentig. Also, es muss es nicht haben, aber es kann es lernen. Ja, muss ich dafür ein bisschen aufpassen. Ja, die Z-Moves sind echt gar nicht so ungefährlich. Ja. Das ist das Problem. Was mich gerade stört, ist, dass das Ding Gene eingesetzt hat. Okay. Ja, ich hoffe einfach, dass ich es One-Hit rausnehmen kann. Okay. Wisst ihr was? Dann mache ich hier folgende Taktik. So, Myla. Ja, warte, was kommt danach noch? Geist. Geist ist auch immer so eine Sache. Ja, Geist kann immer gefährlich werden. Geist wird, glaube ich, das Schwerste für mich. Das kann ich aktuell nicht einschätzen. Ah, mal schauen, mal schauen. Das wird auf jeden Fall interessant. So, ich hoffe jetzt mal nicht, dass sie Gena spammt. Das wäre echt dumm. Ja, aber gut möglich. Bei den NPCs hier so, die da rumlaufen. Ja, das Pokémon schläft schon. Ich setze trotzdem nochmal Gen ein. Okay, Hydro-Pumpe. Ja, okay, benutzt bei mir auch Gena, geil. Ja, das ist super dumm. Warum ist Relikant schneller? Ich bitte dich. Ja, das ist eine gute Frage. Wobei, gegen was denn? Sevaro. Okay, wollte gerade sagen. Das ist eine gute Frage. Ja, ich dachte gerade gegen Solgaleo aus irgendeinem Grund, weil ich gerade Lunala draußen hatte, deswegen. Dann so, Moment. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob du Solgaleo draußen hast. Weil Phantomschutz, ist das wie Multischuppe oder ist es wirklich nur bei sehr effektiven Attacken? Ich habe selber nicht mehr genau im Kopf. Es ist doch wie Multischuppe. Ich würde sagen, es ist wie Multischuppe. Hätte ich jetzt auch gedacht. Oh, ist jetzt wieder Gena ein. Please. Lass mich in Ruhe. Okay. Ich kann auch in das Ding hier gehen. Weil sie kommt, geht jetzt direkt in Volvarok. Ah, bei mir auch, ja. Aber das Problem ist, wenn das scary wird... Dann weiß ich nicht, wie gut ich da raus switchen kann. Ja, Volvok ist tatsächlich spooky scary. Ich kann halt Solgaleo versuchen. Aber ich habe halt Angst vor, das ist dann doch echt gekillt. Okay. Das ist tatsächlich spooky scary. Nee, das sollte in Ordnung sein. Solgaleo sollte das machen. Solgaleo sollte auch schneller sein. So, ich hoffe, das Ding geht jetzt auf den Z-Move. Bitte. Okay, perfekt, es geht auf den Z-Move. Nice. Das habe ich gut gemacht, ja, würde ich sagen. Okay. Ich bin schneller, sollte ausreichen. Apokalyptische Steinpresse. Das, was ich super finde, dass ich endlich mal mit Solgaleo spielen kann. Keine Ahnung, das habe ich nie so richtig gesehen und das macht mich glücklich. Ja. Happy Paul. Okay. Ich hab tatsächlich nicht mit Solgaleo, glaube ich, im normalen Playthrough gespielt, deswegen weiß ich es nicht. Ich habe, glaube ich, nicht wirklich Solgaleo Action da gehabt. So. Jetzt benutze ich den Top-Genesung. Egal, ich bin schneller und Crunch macht nicht wirklich viel.
Okay, ich mach's jetzt hier komplett sicher. Ich habe gesagt, ich werde hier sicher spielen. Ich möchte nichts riskieren. Steinkarte, wie viel Damage macht das? Oh, das macht zu viel Damage. Okay. Das passt. Oh, ich hoffe, ich habe ein paar Äther damit dabei. Das könnte nämlich auf Dauer ein bisschen nervig werden. Bei dem einen oder anderen Move. So, ich glaube, ich werde jetzt hier tatsächlich die Steinkanten stallen. Okay, okay, das ist besiegt. Voluminas! Na, hallo. Hä? Hä, Voluminas? Ich konnte Schutzschild nicht einsetzen! Was? Hä, wie, du kannst Schutzschild nicht einsetzen? Ich konnte gerade Schutzschild nicht einsetzen! Hä, wie? Kann man nach einem Hypertrank ein Schutzschild einsetzen? Ich habe Schutzschild, Hypertrank, Schutzschild... Wow, ja, wahrscheinlich. Hast das ist verloren? Sowas von dumm. Ja, ich habe ein Pokémon verloren. Ah. Ja, ja, wahrscheinlich. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, es war ein neues Pokémon. Okay. Was ich extra hier fertig gemacht habe für... Oh. Ja, ich bin so dumm. Ja, das wusste ich tatsächlich. Das ist einfach nur dumm. Die kann... Ich hasse es. Ja, das ist schon sehr nervig. Ich weiß, dass er wahrscheinlich Knirsche haben wird, aber ich muss jetzt gerade hier reingehen. Ich dachte gerade so, Voluminas, das ist ein Gesteins-Pokémon, das hat doch eine Pflanzenschwäche. Ja. Fast. Aber ich hätte mich einfach erstmal hochheilen müssen, aber vorher soll ich das denn wissen, dass es nicht so funktioniert. Also einerseits ist es natürlich gut für mich, aber andererseits ja. Ist es halt trotzdem kacke für dich jetzt. Und ja, ich habe ja zwei Backup-Mons, aber ja. Trotzdem. Ja, ja. Aber es war jetzt auch kein Mon, was ich unbedingt backuppen wollte. Nee, also das Team, was ich jetzt so habe, kann ich ja also so sagen, es wären schon eigentlich die Mons, die ich gegen dich so mitnehmen würde. Naja. Die anderen sind halt wirklich nur so Backup-mäßig. Keine Ahnung. Also ich wäre schon zufrieden damit. Present? Ja, ja. Okay, du hattest gerade komische Geräusche bei dir irgendwie im Hintergrund. Ja, vielleicht wird gerade gebohrt und ich habe das gekonnt versucht zu überspielen, weil ich das einfach rausschneiden werde. Jonas. Ja. Och, Mann, jetzt bin ich super mad wegen so einem dummen Tod. Aha. Aber das war halt ein verhinderbarer Tod. Okay, ja, ja. Aber ich wusste halt nicht, dass das so funktioniert. Mann, dieses Voluminas ist nervig. Ah, oh, das ist so dumm. Ich weiß, wie ich dir jetzt einfach umgehen kann. Ich bin doof. Du musst das nicht nachahmen. Red einfach weiter. Ja. Ich versuch das schon gekonnt, um du. Ja. Was ist dein Present? Okay, warte, ich hab nur einen davon. Egal, dass ich den jetzt benutze. Huch, egal. So ein X-Item oder wie? Nee, Top-Genesung. Okay. Hätte ich vielleicht welche holen sollen. Ich habe da einige mir gerade gekauft. Nicht ich hab, einige, 10 Stück oder so. Ich habe halt Top-Tränke, aber keine Top-Genesung. Na, Top-Genesungen sind immer nice. Ja, das stimmt. Oh, dieses Voluminas ist richtig nervig. Bitte. Geh einfach. Voluminas. Voluminas. Kannst du bitte nicht. Das ist einfach gerade blöd, dass ich das Pokémon verloren habe. Ja, so viel zu dem Thema, ne? Ich sag doch, in jedem Part fast bekommt ihr einen Tod. Sie ja, seht hier. Ja, es geht noch weiter. Ja, aber hier ist ja wahrscheinlich eigentlich. Weil hier sind so die Stärksten der Stärksten. Ja, aber nicht wegen sowas. Ja, das ja. Ist halt echt. Das ist ein dummer Tod. So. Ja. Der war verhinderbar, aber ich wusste einfach nicht, dass das so funktioniert. Ne, keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Also, ich weiß es ja nicht. Double Protect einfach so kann, aber. Nein, möchte ich nicht. Jetzt kommt Voluminas rein. Voluminas. Sehr nervig. Okay. Da kann ich mir vorstellen. Dann kommt jetzt der hier. Ich will nicht alles mit Solgaleo und Silvarao machen, aber die sind so gut. Naja, ja, kann okay. Ich. Aber ich kann einfach nichts gerade Gutes gegen Solgaleo auf Mondi. Wenn ich gucken soll, egal. Ich rede gerade Quatsch. Der hier sollte das hinbekommen. Moment, habe ich Beeren? Boop. Nee, glaube ich nicht. Ja, als ob er das tankt. Enttäuschend. Enttäuschend, ja. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das nicht ausgereicht hat, die Attacke. Ja, so. Das kann natürlich sein. Okay. Okay, was mache ich hier? Ah, ich habe doch... Bleib ich drin.
Stärke ist. Okidoki. Ja, okay, dann sollte ich sie aber jetzt gleich besiegt haben. Und dann kommt Geist. Oh, ich habe Angst vor Geist. Ja, ich muss schauen, wie ich Geist besiegen werde. Ah, das Nein, Alter, das macht so jetzt schon nothing. Warum auch immer das Was hat sie Attacke überhaupt kann? So ungefähr? Maruda hat sie bestimmt. Maruda, Kolossant, Mimikyu. Ne, Mimikyu hatte sie eben nicht. Hatte sie keinen Mimikyu? Oder? Ne, hatte sie glaube ich nicht. Okay, krass. Maruda, Kolossant. Was gibt's denn noch für Geist-Pokémon? Zubiris? Ja, Zubiris war dabei. Haben wir sonst auch irgendwas nicht aufgezählt? Ja, ein fünftes Pokémon fehlt noch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, werden wir dann ja sehen. Es ist trotzdem gefährlich. Naja, auf jeden Fall. So. So, ich habe jetzt gleich Voluminas besiegt. Hast du noch irgendein Pokémon vor dir? Nee, ich habe Myla besiegt. Okay, ich habe jetzt auch Myla besiegt. Mit dem letzten Hit. Bisschen unlucky mit der Flinara-Sache. Ich habe jetzt das Pokémon nebenbei gesagt. Ist mir eigentlich auch sowieso egal. Oh, ja, okay. Wenn du es weißt. Ja, ja, für die Nara wäre nicht schlecht gewesen. Naja. Ist tatsächlich kein schlechtes Mon auch ja, gegen Ja, keine mich. Ahnung, also... Ja, doch, also manchmal würde es, glaube ich, noch was bringen, das nicht unbedingt zu verraten, aber... Ja, aber du weißt halt nicht... Bei ganz neuen Mons ist halt scheißegal eigentlich. Richtig, du weißt halt nicht, was meine Backup-Mons sind, du weißt ja, halt ja, nichts. So. Ja. So, und für die Nara wusstest du halt nicht. Okay. Also du kannst jetzt ja denken, dass da keine Evoli-Entwicklung mehr mitkommt, so. Ja. Deswegen war ich mir unsicher, ob ich sage, aber ja, komm, egal. Wie möchte ich weitermachen? Nix. Ich glaube, das hier ist ganz gut. So, gegen ja. Geist. Ja. Gegen ja. Geist. Zubiris ist tatsächlich sehr, sehr nervig und dafür wäre für die Nara schon gut gewesen. Mhm. Okay, ich weiß, womit ich anfange. Ich werde tatsächlich erstmal hier mit anfangen und schauen, was passiert. Also ich kann es ja sagen, ich werde sogar tatsächlich mit Moni anfangen, weil ich habe ja die Fähigkeit, das heißt, ein Hit werde ich so oder so safe tanken. Und wenn sie mit Zubiris startet, was ich glaube ich sogar so im Kopf habe, wäre es gar nicht so schlecht. Ja. Und Zubiris macht nicht so viel gegen Lunala. Ja, das stimmt. So. Okay. Und Mogelieb kann es vor allem nicht, weil ich glaube, Zubiris, ich ja. glaube... Ja, ja, das kann Mogelieb. Das Team kann Mogelieb. Genau. Okay, gut, dann schauen wir mal, was passiert. Go, Lola. Es ist irgendwie gerade so eine angespannte Stimmung, finde ich. Ja, ja, ja. Also so einerseits so, eigentlich ist es relativ easy, aber auf der anderen Seite muss man halt richtig aufpassen und sich konzentrieren, dass ja. man jetzt nichts mehr verhaut. Ich kann mir halt auch nicht mehr erlauben, noch ein Pokémon zu verlieren. Nee. So. Also ich habe Backups, aber nee. Ich will meine Backups auch eigentlich eher ungern benutzen. Ja. Top 4 Lola. Zubiris. So. Ja, Zubiris. Okay. Ja, dann wird jetzt halt hier safe wieder... Mogli bekommen. Ja, und dadurch, dass ich mit Lunala liede, passt es halt perfekt. Ja. Ah, ne, Konfu-Strahl. So, und okay. Gucken wir mal. Nice. Konfu-Strahl direkt. Ja, bitte komm durch. Habe jetzt ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Dankeschön. Ah, das Maruda macht. Kommt rein. Saftigen Maruda, Damage. Maruda, Maruda. Was mache ich gegen Ich glaube nicht, dass Maruda Ankerschuss kann. Glaubst du nicht? Ja, soweit ich weiß, kann dieses Maruda keinen Ankerschuss. Was ist Ankerschuss überhaupt nochmal für eine Attacke? Das ist diese Stahlattacke. Ja, okay. Und Maruda bekommt ja nochmal einen Step wegen Stahlprofi, aber soweit ich weiß, hat dieses Maruda keinen Ankerschuss. Okay. Ich gehe jetzt vielleicht ein kleines Risiko ein, aber ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher. Okay, okay. Gerade bei so Signature-Attacken hätte ich gedacht, dass sie das haben. Slam, okay. Ja, hätte ich eigentlich auch gedacht, aber ich bin mir sehr sicher, dass das Ding nämlich keinen Ankerschuss konnte. Ich hatte es nämlich mal nachgeschaut. Mhm. So, und es ist weg. Also hat sich gelohnt. Okay. Okay, Kolossant. Ja, Kolossant wird ein bisschen nervig. Ja, ich überlege auch gerade, was ich dagegen mache. Das Ding kann gefährlich werden. Geh nochmal weg mit deinem dummen Kung-Fu-Strahl. Oh, come on. Was denn, Zubiris oder wie? Nee, Frostedie. Ah, Frostedie ist übrigens hier. Letztes. Ja, klar, treffe ich mich selbst. Okay, gucken wir mal, wie viel Schaden das macht. Ich glaube, das sollte passen.
Okay, nicht unter die Range, perfekt. Und dann, damage-mäßig, das ist nice. Ach, geh doch weg. Mann. Kung-Fu-Sta ist richtig lästig. Ach, bitte, nicht Top-Genesung. Komm bitte durch, danke. Okay, gut. Will ich jetzt schneller sein? Ah, jetzt muss ich überlegen. Komm durch, komm durch, komm durch, komm durch. Ach, come on! Wie viel macht das? Oh! Was machst du gerade? 8 KP. Moment, das Ding hat den Z-Move? Welches? Kolossant? Kolossant, das wusste ich nicht. Oh. Ja, es hat den Z-Move. Sag mir nicht, dass ich jetzt... Ach, ich verliere das Pokémon. Also. Ich muss auswechseln. Ich hätte jetzt auch gerade fast wieder ein Pokémon verloren. Ah, oh, ist das stressig. Bitte. Geht mir doch weg. Oh, es hat sogar noch Dings. Holy shit. Hast du ein Pokémon verloren? Das wird lustig, ja. Ja. Ich hoffe, dass mir Lunala jetzt das carried. Schade, komplette Lunala Top 4 zu Ende. Mann, geh doch weg mit deinem Kung-Fu-Strahl! Bitte! Bring mich nicht komplett zum Verzweifeln hier! Ah, oh, danke, ich komm durch. Das wird gerade sehr lustig. Der Kampf gegen dich. Ich überlege einfach gerade, was ich da schon mache, falls ich überhaupt dahin komme. Ich hab keinen Bock auf Kolossand. Maruda. Ach, please. Okay, was kann Maruda? Ich wusste nicht, dass das Ding den Z-Move hat. Das hätte ich wissen können, ja, aber... Was kann Maruda gegen mich machen? Hier erstmal in den hier. Ich glaube, da kann es nämlich nicht so viel machen. Bitte komm durch. Bitte komm durch. Wehe, Kung-Fu-Strahl. Wehe, 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 wehe. Okay. Kung-Fu-Strahl ist richtig, richtig nervig. Ja. Okay, das Ding ist weg. So. Schauen wir mal, was Maruda macht. Okay. Weil sonst kann ich die Zeit jetzt gerade ganz gut... Ja, Slam, okay. Sollte nicht so viel machen. Nee, gut. Drift Zeppeli soll dich unheilböen, hat das Ding Drift bestimmt, Zeppeli ne? Drift Zeppeli hat's, ne? Okay. Ja. Okay, okay. Ich hoffe mal nicht, dass es einen Unheilböen-Boost bekommt, aber ich glaube, ich sollte das hier schaffen. Problem ist, danach kommt wer nochmal? Flugdingens, ne? Ja, Flug. Ja. Flug wird, glaube ich, für mich nicht so anstrengend, tatsächlich. Ja, ich glaube, nee, gegen Flug habe ich genug. Also, ich muss quasi nur noch Geist schaffen. Das ist blöd, das ist einfach blöd. Der Tod hätte nicht sein dürfen, genau so wie Felina. Das ist so. Okay, das sollte erstmal passen. Ja, ich kann, glaube ich, mit dem hier auch irgendwie an Dings vorbeikommen. An? An. Interessant, ich bin gebogen, nur mit dem ich hier gerade draußen bin. Es ist halt nur die Frage, wie viel der Z-Move macht. Und was das für einer ist. Es wird ein spezieller sein, oder? Sage ich dir nicht. Weißt du es überhaupt? Ja, weiß ich. Okay. Also ich kann es mir... Ja, doch, ich, natürlich. Ich hab's gesehen. Es wird spezieller sein, weil Kolossand kann gar keine physischen Geisterattacken. Glaube ich. Also Dunkelklaue würde zumindest sehr wenig Sinn ergeben. Ja, kann sein. Aber dann ist das eigentlich relativ safe, okay. Ich heile mich nochmal. Ich habe halt Angst vor den Crits gerade. Das ist so eine Sache. Ja, ich muss gerade einfach nur dieses Drift Zeppeli besiegen und da muss ich schauen, ob ich durch Flug durchkomme, aber Flug sollte passen, nur Champion. Wird dann lustig. Der Champ. Das stimmt. Okay, was könnte Flug haben? Natürlich war das ein Crit. Jetzt wird die sich sogar nochmal hochheilen, oder? Kann ich nicht wieder gegen Flug Taktik machen, wie ich... Ja? Ich glaube, ich kann gegen Flug die Taktik machen, die ich auch bei Kampf 1 gefahren bin. Okay. Könnte ich vielleicht meinen Death Drop bekommen? Nein, okay, schade. Dieses Move. Death Drop? Aquadurchstoß oder wie? Check das! Nein, keine Ahnung. Ja, wobei, so viele können gar nicht Aquadurchstoß erlernen. Okay, erst gut. Sein Usum. Okay, gut. Ich hab's besiegt. Hey. Okay. So, dann heile ich mich jetzt hier nochmal auf. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das Ding kann nichts gegen mich machen und ich gehe mal das Risiko ein. Beziehungsweise ich glaube, ich habe nicht mal wirklich groß eine andere Wahl. Ja, ich heile mich erstmal wieder hoch.
Tut mir leid für den Heal-Spam, aber ich will hier ganz gerne unbeschadet irgendwie durchkommen. Okay, ja, Z-Move. Unbeschadet durchkommen wollte ich auch. Ja, jetzt kommt der Z-Move bei mir, das könnte interessant werden. Ja, nee, ich glaube nicht, dass du das... War, ist es speziell? Das ist Z-Spukball. Ja, okay, habe ich mir gedacht, dann sollte ich das tanken eigentlich. Also glaube ich zumindest, weil da kam ein Spukball vorher und dann ein Z-Spukball. Okay. Ich hab's getankt. Hast du überlebt? Yes, aber tatsächlich schlechter als gedacht. Ja, ist ja egal. Ja, überlebt ist überlebt. Aber jetzt ist die Frage, wie viel ein normaler Spukball macht. Ja, genug. Mehr als genug. Ja, geil. Kriegt einen Special Death Drop. Daran habe ich gerade gedacht. Und deswegen muss ich rauswechseln. Ja, aber das ist ja egal. Du hast ja bestimmt was. Das sieht sich motiviert an. Ich habe ganz bestimmt was. Okay. Also... Ich muss das jetzt super blöd machen, wahrscheinlich. Okay. Naja, egal. Ich mache jetzt hier Folgendes, weil natürlich könnte dieses Pokémon diese Attacke erlernen, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Pokémon nicht diese Attacke kann, die man normalerweise im Competitive spielt. Okay. Deswegen werde ich tatsächlich das wieder so machen und das ist mir jetzt egal, wenn das nicht spannend ist, aber ihr habt zwei Tode gehabt, Leute, das reicht für den Bart. Okay, gut. Das habe ich jetzt quasi ganz solide predicted. Okay. Ja, ich muss das solide predicten können. Machen mit Kolossand. Und ich weiß nicht. Oh, ich mache gar keinen Damage. Oh, es setzt Eisenabwehr ein. Ja, das ist ganz lustig. Mit Verklumpen auch noch, ne? Wenn du Wasserattacke einsetzt, super. Habe ich mich gemacht. Hat es ganz knapp überlebt, nee, dann kann ich top genesen. Das ist ja super nervig. Ja, das ist es. Okay, das kann ein bisschen dauern. Okay, so schlimm? Ja, ich weiß halt nicht. Ich habe nicht so viele Optionen jetzt gerade. Rauswechseln ist kritisch. Beziehungsweise in was? Ja. Ja. Würde ganz gerne critten. Ja. Es gibt ein X-Item zum Critten, vielleicht habe ich das. So, jetzt komm hoch damit. Okay, dann sollte das hoffentlich passen. This is fine. Jetzt kommt der Crit, okay. Okay. Was macht das hier? Das ist. So, hat das Ding diese Fähigkeit? Ja, natürlich hat es diese Fähigkeit. Genauigkeit. Angriff plus. Volltrefferquote. Was ist der Megablock? Okay. Versuchen wir es damit. So, ich kann ja hier ohne Probleme Hypertränke einsetzen. Ja, okay, ich glaube, das sollte ich jetzt hier auch gewinnen. Jetzt kommt die Top-Genesung. Kann Robustheit zweimal triggern? Ich glaube schon, ne? Bist du schon bei Flug-Ding? Ja, ja. Wenn es wieder hochgeheilt ist, klar. Das ist blöd. Aber okay. Ach, Tom! Was ist passiert? Jetzt habe ich einen Death Drop bekommen. Hä, womit kann der denn die Death Drop? Ja, Special Death, meine ich. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, hä, was? Okay, das ist blöd. Ja, was ist jetzt? Ja, keine Ahnung. Ich muss wieder rauswechseln und das machen, was ich dir vorgemacht habe. Okay, dann mach das, was du dir vorgemacht hast. Ja, aber das ist super anstrengend und das funktioniert auf der Dauer dann auch wieder nicht und ja. Musst du einen Pokémon vielleicht opfern? Selbst das würde mir vielleicht nicht mal so viel bringen. Okay. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall gleich das Team zerstört. So, und ich will jetzt nichts riskieren, und deswegen mache ich das hier. Ausreichen bei minus 1. Ich glaube, das ist ihr Z-Stein-User und da will ich nichts riskieren. Wenn die Attacke daneben geht, wäre super RIP. So. Ich könnte es noch ganz knapp überleben. Aber da kommt es auf die Roll an. Eigentlich will ich das jetzt nicht so riskieren, to be honest. Ja, musst du halt schauen, ist halt deine Sache, ne? Ah, das ist so super anstrengend. Also ich habe jetzt gerade 3 von 5 besiegt.
Ja. 3 von 5. Jetzt kommt das vierte Mon. Das ist super dumm. Kann mich das Ding besiegen, wenn ich daneben treffe? Nein, oder? Nee. Nee. Das kann mich mit keiner Attacke besiegen. Und ich treffe sowieso. Okay, wie viel Schaden macht das jetzt? Viel zu viel. Okay. Was denn? Nee, ich hätte gerade überlegt, ob ich es vielleicht über einen anderen Weg machen kann, aber das schien sowieso von Anfang an sehr unlogisch. Nee, keine Ahnung, ich muss gleich irgendwie critten. Okay, ich habe nebenbei jetzt hier alle besiegt, das heißt, ich muss wahrscheinlich auf dich warten. Das ist nicht so gut, weil das kann sich tatsächlich noch sehr strecken. Wie machen wir das, wenn es zu lange dauert, einfach diese Szene, diese Stelle speeden oder so, wenn es halt wirklich einfach nur nervig ist? Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist das am besten. Ja, dann, ich lasse jetzt hier noch die Animation zu Ende laufen, aber ja, die Animation ist vorbei, das heißt, ich würde sagen, wir machen hier einen Schnitt und, beziehungsweise ihr spielt das, also damit ihr auch seht, dass Paul nichts verliert oder so, keine Ahnung. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Es hat gekillt. Woo! Hallo. Hallo. Es hat ja nur 10 Jahre gedauert. Okay, wie mache ich jetzt weiter? Ich muss weiterhin auf dich warten, ne? Ja. Ja, nice. Dann, ja, wollen wir über irgendwas reden? Ja, hast du irgendeinen Vorschlag? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe heute das erste Mal sehr lange wieder gestreamt. Ja, und wie ist das denn so? Aktuell ist ja so, dass Partnerschaft tatsächlich relativ einfach sogar zu holen ist. Ja, es gibt ja solche Anleitungen quasi direkt. Ja, es gibt ja diese Achievements und da steht, was man für eine Partnerschaft braucht. Ja. So, für eine Partnerschaft braucht man, nebenbei, falls ihr euch deswegen wundert, wegen diesen Sachen hier, ich erkläre euch das später, aber ich werde hier Paul nicht den Tipp geben. Aber ich denke, ihr könnt euch denken, wie das passiert ist. Auf jeden Fall. Okay. Ist es so, dass Twitch aktuell folgende Sachen verlangt für eine Partnerschaft. Zum einen eine durchschnittliche Viewer-Anzahl von 75 und dass du an 12 Tagen innerhalb von 30 Tagen gestreamt hast. Das heißt, du musst sagen, an diesen 12... Hyperheiler? Keine Ahnung, anscheinend. Du musst also innerhalb dieser 12 Tage, wenn du immer streamst, im Durchschnitt mehr als 75 Zuschauer haben. Was tatsächlich auch für mich machbar wäre. Und ja, du musst halt 25 Stunden insgesamt streamen in dem Monat. Und wie gesagt, das mit den 12 Tagen. Und ja, ich glaube, viel mehr ist da tatsächlich nicht. Das heißt, also wenn ich wollte, könnte ich Partner werden. Aber wie gesagt, ich bin ja tatsächlich nicht ein Twitch-Main. Und ich habe sowieso selten die Möglichkeit zu streamen. Deswegen ist das nichts für mich. Aber also für diejenigen, die eben gerne Twitch streamen, ist das aktuell tatsächlich was. Diese Lola, das ist ja auch so die, super anstrengend. Das ist ja auch so die Sache. Viele entwickeln sich ja aktuell dazu, dass sie zu Twitch gehen. Ja, das stimmt. Was ich aber auch irgendwo schade finde. Ist es okay. Ich kann nachvollziehen. Ich kann die Schritte und die Begründung und alles nachvollziehen. Natürlich, ich kann es auch nachvollziehen. Ich finde es schade, aber ich meine, solange die Person einem trotzdem irgendwie erhalten bleibt, passt das schon. Ich bin eigentlich fertig. Ich warte sozusagen nur noch darauf. Also ich habe Lola jetzt gleich besiegt, aber natürlich muss sie sich mit ihrem Drift Zeppeli auch noch mit Amnesie boosten. Ja, natürlich. So geht das doch, oder? Benutzt kein Top-Genesung. Danke. Oh, die Animation hat gerade so lange gedauert. Ich hatte Panik. Und dann habe ich sie jetzt wenigstens besiegt. Und ich meine, hier die Flugfrau kriege ich auch relativ schnell hin. Die Flugfrau. Ja, was denn? Das ist eine gute. Die Flugdame, die mit den blauen Haaren, die Golfspielerin. Ich weiß nicht, wie die heißt. Kahili oder sowas. Ich weiß tatsächlich auch nicht. Ich habe gerade erst... Ja, Kahili, genau. Ich habe gerade erst gegen sie gekämpft und habe schon wieder den Namen vergessen. Ey. Ja. Das hat sich gar nicht gezogen. Woo. Nice. Ja, nee, also, wie gesagt,
Ich werde wahrscheinlich mich nie dazu entwickeln. Aber es ist natürlich auch für Leute, wie heißt das, rentabler sozusagen. Also, es zahlt sich mehr aus, so. Es zahlt sich natürlich auch mehr aus, natürlich, ist klar. Aber mir ist das eigentlich so ziemlich egal und ich werde deswegen YouTube auch treu bleiben. Und also selbst wenn ich irgendwann die Möglichkeit hätte, nur zu streamen, weil ich irgendwie alleine wohne oder so, würde ich wahrscheinlich weiterhin trotzdem genau so machen. Außer ich ändere meine Meinung komplett, aber aktuell. Meine Meinung können sich ja mal ändern, aber ja, aktuell halt. Ja. Das ist halt auch so die Sache, weil viele Leute quoten einen, also jetzt nicht auf mich bezogen, aber es gibt, ich sehe das ganz oft, ja. Also zitieren einen auf etwas, was man vor einigen Jahren gesagt hat und man hat jetzt aktuell eine andere Meinung zu und dann will man einen dafür irgendwie, keine Ahnung, anprangern, dass man etwas vor ein paar Jahren gesagt hat und jetzt eine andere Meinung dazu hat. Ja. So. Und ja. Meinungen können sich natürlich ändern. Natürlich sind manchmal solche 180-Grad-Wendungen etwas komisch, aber es kann, also, ja, genau, und es ist kann halt natürlich absolut passieren. Menschlich. Richtig. Ja, und die Sache ist auch vor allem, das ist so ein kleines Problem für Personen im öffentlichen Leben, die sind auch Menschen. Aber bei jedem einzelnen Fehler oder bei jeder solcher Sache, also bei jeder Sache, die in dieser Art und Weise irgendwie sich widerspiegelt, das, was ich gerade eben erklärt habe, kommen die Leute und prangern das dann an. Ja. Aber wenn die mal schauen würden, was die Person selber so im Laufe der Zeit gesagt und getan hat, dann wäre das kein großer Unterschied. Natürlich gibt es bestimmte Sachen, die muss man anprangern, ganz klar. Ich will damit nicht alles gut reden, was bei Personen des öffentlichen Lebens passiert wird. Aber manchmal wird da auch ein bisschen zu übertrieben und so Nitpicking betrieben. Also ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Man ist so pingelig, was das angeht. So bei jeder Kleinigkeit wird irgendwie versucht, irgendwas zu suchen, damit man irgendwie was Schlimmes bei dieser Person findet. So. Ja, das stimmt. Aber natürlich, also man soll auf jeden Fall kritisieren und vor allem berechtigte Sachen sollte man kritisieren. Und so, das stimmt. Richtig, richtig. Aber manche Sachen muss man halt auch mal noch mal ein bisschen in Perspektive setzen. Genau. Stimme ich dir absolut zu. Random Gelaber um hier. Ja, ich bin jetzt hier gerade bei der Flugfrau. Bei der Flugfrau. Wie weit bist du denn? Hast du schon den ersten Nee, besiegt? Erstes Pokémon. Und der Panzer-Aeron halt, ne? Ja. Wenn du halt ein Elektro-Pokémon hast, also wie Blitzer oder so, dann gehst du halt easy durch. Ja, aber ja. Stimmt. Ich habe halt nur ein bisschen Angst um ihr Moveset. Also, hat sie Sturzflug? Ich meine, ich kann, weiß nicht, wer denn, auf welchem Pokémon? Auf Panzer-Aeron? Nein. Okay. Das hat die ganze Zeit nur Schlitzer bei mir eingesetzt. Ein Sturzflug wäre besser gewesen. Also wäre Sturzflug normalerweise bei mir gekommen. Bei mir jetzt auch zweimal Schlitzer benutzt. Okay, gut. Dann passt das nämlich, weil dann kann ich mein Aeron jetzt easy rausnehmen. Ja, also die Pokémon sind eigentlich relativ einfach zu besiegen. Ich hatte, wie gesagt, meine Taktik wie beim ersten Kampf. Als ich die Taktik gefahren bin, habe ich bei beiden kein Pokémon verloren. Und bei Kampf 3 und 4 musste ich eigentlich zwangsweise eine andere Taktik fahren. Und zwei Pokémon dann verloren. Jeweils eins. Nice. Mhm. Gute Statistik. Ja, jetzt wird es interessant. Also der hat ja Volvok. Er hat Magnezone, Alola Winona hat er. Das hatten wir schon alles, glaube ich, gesagt. Relaxo hat er gesagt. Magnezone hat er ja auch noch, stimmt. Ja, bei Magnezone ist mir nicht auch gerade noch eingefallen. Hattest du nicht mal Probleme mit dem Magnezone? Da war doch irgendwas. Ja, aber das war im Ether-Gebäude. Ja, okay. Also natürlich, Magnezone kann immer noch gefährlich werden. Ja, weil ich muss gerade mal so überlegen. Ja, doch, ich schaue auch gerade, was so mein Magnezone-Check ist. Ganz so ungefährlich ist das Ding nicht. Ah, doch, da hast du recht. Ich habe, glaube ich, eine Option, aber viele Optionen habe ich auch nicht. Doch, ich habe was, aber es kommt darauf an, welche Moves das hat. Na, mal schauen. Ja. Schauen, das wird interessant. Aber gut, zweites Pokémon von ihr und das ist auch absolut kein Problem. Ich denke, wie gesagt, ich komme ganz gut. Du kannst doch die Namen sagen, ich habe es jetzt besiegt. Ja, gefällt es halt. Ja. Gut, ja, dann wahrscheinlich sie. Ich beeile mich, ich renne. Sie Move auf dem Starter, ne? Ja, wahrscheinlich, oder? Ja. Okay, ich dachte mich ganz kurz auf Volvok. Aber das ist der normale, also das ist nicht irgendwie der, keine Ahnung, Fuegrium Z. Ist das nicht der? Nee, das ist der normale Feuer Z-Stein. Okay. Warte, also ich hatte als Starter Primarine. Das heißt er hat Botanium Z. Ja. Yes. Okay. Ah, komm schon! Mussten sich natürlich nochmal hochheilen! Gefällt es, du machst dir eh nichts mehr in dem Match! Ich sage, ich kann auch nicht gegen die Taktik gegen ihn fahren, die ich sonst immer gefahren bin. Ich habe keine Taktik. Ja, ich habe halt. Also, was heißt Taktik? Es ist einfach eine Sache, die ich mache und dann easy. So, aber. Womit fängt er an mit Volvorok?
Ja, es hat bestimmt Crunch. Das heißt, ich könnte auch eine Sache nicht machen. Ja, sogar Galeo halt, ne? Ja, sowas halt. Das ist kritisch. Ja, ich habe tatsächlich echt Probleme sogar gegen Volrock, wenn ich so jetzt auf mein Team schaue. Also ich habe in meinem Backup-Pokémon habe ich Sachen gegen Volrock, aber jetzt hier nicht dabei. Kann ich nur mal kurz raus meine Pokémon holen? Jungs, go, tschüss, bis gleich. Okay, so. Ein Pokémon hier besiegt. Gefällt es, X-Bud. Was macht X-Bud gegen mich? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt eigentlich gerade ziemlich dazu veranleitet, hier Chips zu essen, aber was das für mich, für die Qualität des Videos. Weißt du, ich sag so, ja, was macht X-Bud gegen mich? Weiß ich nicht, aber ich bin gerade sehr veranleitet, meine Chips zu essen. Ja. Ganz ruhig present. Ja. Ich habe noch nicht richtig gegessen, es ist 16 Uhr. Ich auch nicht. Ja, ich weiß. Absolut aber furchtbar. Aber Chips sind eigentlich auch keine Ernährungssache. Aber ich kann dann halt erst in einer Stunde... wieder weg mit Superschall. Mann, lass mich doch einfach in Ruhe. Prison will seine Chips essen. Ich will hier einfach nur durchkommen. Danke. Ich will eigentlich einfach nur den finalen Part aufnehmen, damit ich endlich Essen kochen kann. Ja, genau. Furchtbar ist das. Richtig. Ah, schlimm hier, ne? Die Jugend von heutzutage sagen jetzt immer die Menschen, ne? Die immer so impatient. Ah, mir fällt mir das deutsche Wort nicht an. Ich hatte letztens mit Parsi ein Gespräch darüber, dass halt manche sich über Anglizismen beschweren und manchmal halt auch zurecht. Aber ich habe es einfach meistens so, dass. Tukanans Flugattacke ist eine Flugattacke, oder? Mit dem brennenden Schnabel. Ja, ja, ja. Okay. Dass ich den englischen Begriff gerade nur von einer Sache weiß und der Deutsche mir nicht einfällt und deswegen dann gerne das Englische sagen würde. Das hatte ich gerade eben auch, dann musste ich auch ganz kurz stocken, damit ich noch das deutsche Wort finde. So, und um den Redefluss nicht zu unterbrechen, sage ich halt manchmal dann auch das englische Wort. Ja. Und wenn ich dann im Nachhinein wieder das deutsche Wort weiß, dann sage ich es auch, aber manchmal fällt es mir halt nicht ein. So ist das halt. Und da muss man dann nicht so extrem übertreiben, wie das manche, glaube ich, gefühlt machen, wenn da zu viel Anglizismen kommt. Ich kann es verstehen, wenn es wirklich in jedem Satz ist, aber... Ja, aber ich finde es auch nicht schlimm. Also mich stört es persönlich nicht, weil es halt manchmal einfach easier. Ja. Ihr könnt mir gar nicht. Das wäre jetzt so zum Triggern, aber ja. Nee, keine Ahnung. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit. Naja. Ja, okay. Wie weit bist du? Ich bin bei Tukanon. Das ist ihr drittes Pokémon-Fragezeichen. Ja, wenn das sie die Z-Kristall hat, ist es halt normalerweise das letzte Pokémon. Nee, die gehen doch schon früher rein. Volvorok war bei mir das zweite. Ja, stimmt, okay. So. Ja, ich bin jetzt verbrannt wegen Schnabelkanone, aber dafür hat's gekillt. Das heißt, hast du X-Bart schon besiegt? X-Bart ist besiegt. Koryogel. Ah, nee, ist sogar ihr letztes. Welches Koryogel hat sie? Koryogel Feuer. Okay, danke für den Hinweis. Ja, komm. Das erläutert jetzt gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt anders ist oder so, aber ich glaube... Ich glaube, der ändert sich auch nicht. Und immer gleich. In jedem Fall ist das Pokémon... Ja, es war das Pokémon, was ich reingeschickt habe, eigentlich die beste Antwort. Und jetzt... Ja, ist ja auch alles gut. Oh, Taumeltanz! Alter, was ist das denn hier? Kung-Fu-Strahl, Superstrahl, Taumeltanz... Ja, das ist halt wirklich... Das ist halt super nicht mal belastend. Denn aber schwer, sondern einfach nur nervig. Ich komme durch und das dürfte killen. Geschafft. Danke. Okay. Damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part der Battle Factory Versus. Das ist dann der finale Super Part. Super krasse Länge und der nächste Part wird nicht anders. Ja, dann sehen wir uns im finalen Part wieder gegen den Octopaul. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's los. Und ciao. Wir sehen uns. Tschüssi.